Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und wir spielen Endless Space 2, die Early Access Version zum aktuellen Stand. Ich scroll mal ein bisschen raus. Wir haben die beiden Planetensysteme hier. Auf der Seite haben wir besiedelt. Wir haben hier. Ich vergesse immer den Namen, den müssen wir eben schauen. Wir haben hier die Cravers. Es sind die Cravers, die sehen ziemlich scary aus. Die siedeln hier direkt neben uns. Und wir haben noch zwei andere Fraktionen kennengelernt, die allerdings sich noch nicht gezeigt haben, wo sie siedeln. Da haben wir zum einen Moment. Genau. Die anderen Cravers, wir haben zwei Cravers-Fraktionen und wir haben Sophons, haben wir auch. Den Kadem. Können wir hier irgendwie Close Borders? Wir können immer noch nicht. Noch keine anderen Optionen auswählen. Hier können wir wahrscheinlich. Ah ja, Krieg erklären. Das möchten wir natürlich nicht. So, haben sich noch nicht gezeigt, wo sie denn siedeln. Hier auf jeden Fall die Cravers-Fraktion. Gehen wir ein bisschen näher ran. Müssen wir eigentlich auch sehen. Hier, die haben El-Lekim besiedelt, kolonisiert. Und wir haben in dem System war das, glaube ich, eine Minor Faction irgendwo. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wo wir es sehen können. Multiple, mehrere Monde. Aber müsste in dem System sein. So, wir haben noch zwei Quests am Laufen. Und zwar müssen wir Relationship, also die Beziehungen mit einer Minor Faction, mit einer kleinen Fraktion auf 90 oder höher bringen. Würde ich gerne, aber ich finde nirgendwo die Minor Faction. Und dann haben wir noch die Quest, einen Kampf zu gewinnen. Das war auch in diesem System. Können wir da vielleicht nochmal hin? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Flotte. Und die haben wir im Moment nicht. Wir haben hier nur ein Kolonieschiff und diesen Accelerator, was ein Angriffsschiff ist, ein kleines, aber auch nicht so stark. Ist zumindest so eine Basisverteidigung. Ja, gehen wir mal in die nächste Runde. Ich habe mir vorgenommen, zumindest jetzt nicht mehr über halbe Stunde Folgen zu produzieren. Ich gebe mein Bestes. Event End, Friend of Foe. Ja, die wollten wir nämlich nicht essen. Wir haben gesagt, ihr sollt unsere Freunde sein. So quasi kleine Haustierchen. Und jetzt haben wir plus 20 von diesem Daumen hoch. Okay, wir müssen jetzt ja mal gucken, was dieses Daumen hoch genau bedeutet. Wo haben wir es denn? Irgendwo muss es doch erklärt sein. Jetzt erzähle ich hier irgendwas Falsches. Wir irgendwo die Hilfe. Das ist Einfluss, definitiv. Das ist Empire Dust. Das ist die Forschung. Titanium. So, haben wir es hier vielleicht irgendwo? Ha, das ist noch ein bisschen unübersichtlich für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist nicht Einfluss. Einfluss kann es nicht sein. Das ist Game-Menü, da wollten wir nicht hin. Ach so, hier. Empire Approval. Ach so, okay. Ah ja. Ob das war, also diese quasi der Glücklichkeitsfaktor wurde um 20 Punkte erhöht. Okay. Da freuen wir uns doch. Aber eine neue Quest haben wir jetzt nicht bekommen, ne? Completed. Okay. Achso, es war ja auch ein Event, aber trotzdem. So, haben wir irgendwas zu tun? Unsere Schiffe sind noch unterwegs. Brauchen noch ein bisschen. Population gained. Wahrscheinlich hier oben. Gehe ich mal ganz stark von aus.
Wir haben den Planeten Kyros entdeckt. Finde ich auch ziemlich cool, dass wir hier zu jedem Planeten oder Planetensystem immer einen schönen Text präsentiert bekommen. Wie sieht's denn hier aus? Können wir hier besiedeln? Nein, leider nicht. Jetzt habe ich hier kein Aufklärerschiff. Im Moment. Aber ist auch eigentlich nicht so schlimm. Ich fliege jetzt trotzdem mal weiter. Wir haben jetzt nur noch rund 100 Runden Zeit. Ist im Early Access etwas begrenzt. Zumindest bis der nächste Patch kommt, da soll diese Begrenzung aufgehoben werden. So, gucken wir doch mal. Ach nee, es war auf unserem Hauptsystem. Da haben wir dann jetzt Population von Planetenscan geht noch nicht. Wo können wir in die Details gehen? Wie gesagt, ich finde es noch ein bisschen unübersichtlich alles. Ich würde mir gerne die Population Details angucken. Das konnte man die irgendwo anschauen. Management der Flotte. Das ist unser Held. Das waren die Quests. Das ist die Diplomatie. Victory and Performance. Hier war es nicht. Senat. Sind erstaunlicherweise, wenn wir uns die Kurve mal anschauen, warum auch immer hier auf einmal die Pazifisten die Macht übernommen haben. Wir können sogar ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Oder sollen wir erstmal sparen? Ne, wir sparen erstmal. Dann können wir vielleicht was ein bisschen was Teures an den Start bringen. Das hilft uns wahrscheinlich eher. So, also. Hier ist es auch nicht. Dann kann es ja nur im Planetenscreen sein, oder? Und hier kann ich mir die ganzen Planeten anschauen. Hier die Liste der Erweiterungen, die wir bisher gebaut haben. Und hier ist es unsere... da ist der Governor. Der Governor, nicht zu verwechseln mit dem Governor von The Walking Dead. Was haben wir jetzt hier? Specialization Spin Project. Okay. Effekte. Political Impact. Religiös. Nö, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Wohin kann ich die denn verschieben? Auf andere Planeten vielleicht? Aha. Aber die sind ja nicht. Kann ich ja nicht besiedeln. Das funktioniert ja nicht. Das geht einfach nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall zwei Haro-Shems. Das sind eine einfache... Das sind Farmer. Pazifistische Farmer. Und das sind unsere Sophons. Natürlich die Wissenschaftler. Es tut mir leid, ich finde irgendwie diesen Screen nicht mehr. Wo wir die Population... Oh, wir können den Namen ändern. Wo wir die Population, die Bevölkerung angezeigt bekommen. In so einer schönen Grafik. Vielleicht vertue ich mich auch mit was anderem. Auf jeden Fall sieht es ansonsten okay aus. Population Gain, das hatten wir ja schon. Jo. Ach da, Population Details. Ach, wir haben es gefunden. So, Overview. Komplett Population. Viermal Sophons, dreimal Haroshems. Und hier sehen wir auch den Einfluss. Denn die Sophons sind Wissenschaftler durch und durch. Und die Haroshems eben in Richtung... Oh, wir können... Also religiös sind sie auch. Aber es sind halt vorwiegend... Wie sehen wir jetzt hier so ganz leicht die Veränderung. Pazifisten.
Und unsere Sofons sind halt Wissenschaftler durch und durch, aber haben mit Religion nicht so viel am Hut. Also wenn wir die Haroshems unterstützen möchten, sollten wir uns tatsächlich auch auf Religion spezialisieren. Aber wir warten mal ab, was wir noch an Technologien und was da noch für Events kommen. Ich finde die Musikuntermalung ziemlich gut. Sehr chillig. Oh. Aha. Wollen die uns angreifen? Soon the hive will swarm your worlds and sate our cravings. Eigentlich würde ich gerne. Frieden haben hier. Und nicht kämpfen müssen. Denn das hatte ich bei Master of Orion schon zu Genüge. You can't offer. Warum sollte ich denen Empire Dust anbieten? Nee, habe ich jetzt irgendwie nicht so das Interesse dran. Ach so. Ah, okay, das sind zwei verschiedene Optionen. Das hier sind Dinge verlangen und das hier ist Diplomatie an sich. Aber wir wollen ja kein War declaren. Selbst wenn ich den jetzt hier Empire Dust schicken würde, was ich nicht möchte, also macht ja keinen Sinn. Also ich würde gerne handeln mit denen. Wahrscheinlich brauche ich da noch eine Technologie bezüglich Handel. Mal schauen. Hier was spontan finden. Wird sich ja ergeben dann. Astrofinanz, Supermarkt. Also ist noch ein bisschen unübersichtlich für mich und das möchte ich gerne nochmal erwähnen, weil ich jetzt sowas wie Master of Orion, was wirklich sehr einfach gehalten ist und das Endless Space doch sehr komplex gegen. Wir können hier nichts besiedeln. So rein gar nichts. Hier gibt es nicht eine Welt. So, die hier sind schon, die gehen mir schon auf den Sender. Die möchte ich gerne wegbomben hier. Was haben wir denn hier? Da blinkt irgendwas. Hier könnten wir kolonisieren. Das wird gehen. Aber die Welt ist halt nicht sehr. Ich meine, 3 Food. 7 Research, die ist halt sehr klein. Und hier ist die Akademie, aber puh, nö. Irgendwie nicht so ein Interesse dran. Was haben wir hier? Detektor. Ach, da ist unser Aufklärer. Cool. Ja, schicken wir mal hier hin. Ist das nicht unserer? Create. Fliesch mal rüber. Oder wollten wir hier was im System noch erforschen? Ne. Hier war auch nicht zum Siedeln. Ach, das ist echt blöd. Construction Kö. Ja. Okay. Was haben wir denn hier schon gebaut? Drohnennetzwerk, Colony Base. Alles klar. Was brauchen wir denn hier?
Mehr Food auf gar keinen Fall. Public Partnerships pusht Forschung. Unique System Improvement sieht auch gut aus. Ja, ich werde jetzt erstmal die Akademie bauen. Sind zwar 14 Runden. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich angegriffen werde. Deswegen, okay, ich baue erst das Schiff und dann baue ich die Akademie. So. 20% der Galaxie wurde erforscht. Sind das 20%? Das sind erst 20%. Okay. Das ist ziemlich groß. Und das ist, wir hatten nur eine Zwei-Arm-Galaxie ausgewählt. Wir einmal Population dazu bekommen. Hier oben. Und auch hier Construction complete. Der Detektor. Alles klar. Was ist hier los? Oh, gibt es hier einen Konflikt? Das System ist under siege. Wird ja irgendwie angegriffen. Ich hoffe, die kommen dann nicht als nächstes zu uns. Au, wen haben wir denn hier? Ah ja, da haben wir die anderen Sophons. Und so wie es aussieht, kolonisieren die hier? Ne, hier ist auch nichts. Okay, die werde ich jetzt auch nicht angreifen, natürlich nicht. Und ich denke, siedeln die hier unten? Also hier siedelt auf. Also sieht so aus. Sieht so aus wie so eine Begrenzung bei uns, dass hier irgendeiner siedelt. Ach, was machen wir denn? Muss unbedingt irgendwo noch ein weiteres System mir schnappen. Und ich muss dann mein Schiff hier in Stellung bringen. Oder mal nachschauen, was hier los ist. Ich ziehe die mal zurück. Alles ist mir jetzt zu heikel hier. Wir brauchen jetzt schon 8 Runden. 8 Runden? Nee, 7 Runden bis dahin. Okay, hier geht irgendwas ab. Faction Assimilated. Die Kalgeros und Wings wurden von den Kadem vernichtet. Oh, wir haben eine neue Miner Faction. Ah, cool. So, hier oben ging irgendwas. Ist irgendwas passiert? Ah, wo sind die denn? Die sind das. Die sehen auch sehr sympathisch aus, muss man sagen. Ich würde gerne mit denen in Kontakt treten. Also Krieg erklären auf gar keinen Fall. Aber wir machen das hier und bringen das mal auf 100.
Okay, bring the minor civilization into your empire and gain its traits. Pazifisten out of science friendly? Machen wir das doch. 65, 46 Punkte kostet uns das. Assimilieren wir die doch. So, Reward, den kassieren wir auch mal ein. Empire Improvement. Dann Quest startet. Was können wir hier tun? Blue Screen of Peace. Thanks to a minor programming bug. Okay. Ein bisschen viel gerade auf einmal. Also da müssen wir zwei Schiffe hinbringen und dann können wir hier die Quest erfüllen. Aber eins nach dem anderen. So, die wurden assimiliert. Da unten sind sie. Cool, damit gehört uns jetzt dieser kleine süße Planet hier. Gefällt mir. Haken wir das ab. Quest startet. Okay, die haben auch eine Faction assimilated. Erledigt. Construction complete. Xeno Industrial Infrastructure. Und Forschung wurde auch abgeschlossen. Wir können Atolle kolonisieren. Und nächste Forschung ist ja auch schon am Start. 4 Runden. So. Ja, cool. Wir haben eine Minor Faction assimiliert. Das ist jetzt irgendwie ein Einfluss auf unseren Status hier. Nicht wirklich, also zumindest sollte das die Wissenschaftler pushen, weil das sind ja auch Scientists. Und Materialisten. Oh, und sind nicht sehr spirituell. Also sollten wir uns hier von religiösen Dingen wirklich Abstand nehmen. Aber wenn ich mir das so anschaue, könnten wir... Wir haben auf jeden Fall mehr Wissenschaftler als Pazifisten unter uns. Vielleicht sollten wir dann hier Probes for All oder... Minus 10%. Ja, was Interessantes. Wir haben ja nur noch 19 Punkte, also fällt das eh weg. Okay, gut. Lassen wir mal eben unsere Schiffe ziehen. Und dann müssen wir hier Produktion starten. So. Minus 4 Food ist per se schlecht. Also daran müssen wir arbeiten, sonst verhungern unsere Leute hier. Dann würde ich mal sagen, pushen wir das Ganze. 30 Runden. Ach du Scheiße. Haben wir Kohle, um das zu kaufen? Kann man sowas kaufen? Geht das? Kann man das irgendwie anders noch Food pushen? Oder wir verschieben einfach... Ah, hier, ein Drohnennetzwerk. Plus 5. Wäre gut. Warum ist das denn jetzt nicht mehr im Minus? Na gut, wir nehmen das Drohnennetzwerk, das pusht zumindest schon mal ein bisschen Food und Production. Und ist relativ schnell zu produzieren. So. Dann kommen wir hier zum nächsten.
dann. Wer fliegt denn hier? Das Dauntless Experiment. Von den Kadem, die Sophons. Na, ich hoffe, die bleiben ganz locker und flauschig. Ich möchte auch meine Grenzen hier jetzt nicht schließen oder so. Da habe ich kein Interesse dran. Können ruhig durchfliegen. Ja, also alles gut. So, das war das letzte, was wir gebaut haben hier. Das pusht halt nochmal Produktion ohne Ende. So, das war das stärkere Schiff, richtig? Richtig. 4 Runden, okay. Das lassen wir erstmal alles so. Wir haben eine Idle Fleet. Der Detektor. Warum idelt der denn hier so rum? Wie sieht das System denn aus? Können wir auch nichts besiedeln? Natürlich nicht. Aber erforschen, oder? Ne, können wir noch nicht. Ich fliege mal einfach weiter. Da oben ist noch eine andere Rasse. Genau, also das zeigt anscheinend die Grenzen. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an, nur weil ich dahin fliege. Wir sind schon, glaube ich, wieder hart an der 30-Minuten-Grenze. Deswegen machen wir hier einen Cut. Und ja, sieht doch ganz gut aus. Wir haben 3 Sternsysteme, wir haben eine Minor Faction assimiliert. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier eine kleine Flotte zusammenkriegen, um die hier anzugreifen. Machen wir sie weg. Putzen wir sie von der Karte und dann können wir hier auch das System besiedeln. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.